Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ja, es wird wieder ein bisschen historischer. Rom ist sowieso unsere Kampagne mit dem historischen Verlauf von den Römern. Und da wir uns gerade um 80 vor Christus befinden, habe ich gedacht, oder beziehungsweise letztes Mal auch angeteasert, dass es jetzt um Caesar gibt. Geht. Und ich würde sagen, also Caesar werden wir ein bisschen aufteilen, weil ja, Caesar war einer der ganz großen, beziehungsweise der populärste, der bekannteste Römer bis heute. Und warum das so ist, das werden wir vielleicht bald erfahren. Nee, gut, und zwar Julius Caesar ist am 12. oder 13. Juli 100 vor Christus geboren und genau, einfach in Rom, adeliger Sohn, alles gut. Und adelige Söhne hatten, oder adelige Familien, waren immer sehr in die Politik eingebunden und 87 vor Christus, genau, hat der Onkel, warte, ich muss kurz nachschauen, Gaius Marius, der Onkel von Caesar, die Macht in Rom ergriffen, und da hat Caesar auch schon sehr viel gelernt. Genau, 83, Caesar heiratete Cornelia, die Tochter des mächtigen Politikers Cinna oder Cinna, und er wird Hohenpriester des Jupiters, und das hat er so gut gemacht, dass ja, also er wollte das auf jeden Fall weitermachen, und er hat es so gut gemacht, dass die Tempel und die Gotteshäuser unglaublich viel Gewinn gemacht haben. Und 81 warte, ich lese das ja ganz ab. 81 Sulla, Gegner von Marius und Cinna, wird Diktator. Sulla war ja auch ein ziemlich brutaler Diktator, und Caesar verliert sein Priesteramt und muss sich verstecken. Und 80 Flucht nach Bithynien, also in Kleinasien, wo er Liebhaber des König Nikomedes, Königs Nikomedes den Vierten geworden sein soll. Also das ist nicht belegt, beziehungsweise es gibt Schriftstücke, die das eben sagen, so von mir, ja, der war Geliebter, oder, also es gibt entweder wird er als Geliebter oder als rechte Hand dargestellt. Also man, oh, jetzt muss ich bis da oben gehen, oder was? Okay, zwei Runden. Dann lasse ich die Armee jetzt so lange hier heilen. Genau, es ist nicht ganz deutlich, was er war. Und was ihn so außerordentlich krass gemacht hat, war natürlich sein Feldzug in Germanien. Er hat natürlich mit den, also von den besten ja, Generälen seiner Zeit gelernt, und das war, Moment, Entschuldigung. Ah, verdammt, wo stand das jetzt? Der hat nämlich eine Triumvirat gemacht mit, genau, mit dem Politiker Marcus Licinius Crassus, den kennen wir ja auch, und mit Pompeius. Und Pompeius, den Namen kennt man auch, also ist auch nicht unbekannt, hat man schon mal irgendwo gehört. Und Pompeius war der erfolgreichste
General seiner Zeit oder Feldherr. Und ja, von dem hat er auf jeden Fall auch super viel gelernt. Genau. Ja, so. Es ist 80 vor Christus. Der nächste wichtige Punkt im Leben Caesars war 78, weil da stirbt nämlich Sulla und Caesar kommt wieder nach Rom zurück. Und dann 75, also das sage ich nur so ein bisschen, also das teaser ich quasi so ein bisschen und wenn wir bei 75 ankommen, werde ich das auch nochmal weiter erklären oder weiter drauf eingehen. Also ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber ich glaube, ich werde dran denken. Und zwar 75 wurde er genau, er wird da von Piraten entführt und wird dann nach einiger Zeit freigekauft. Und ja, das Problem war, er wusste, wo das Versteck der Piraten war. Und so ist er zurückgekommen und hat ja, alle Piraten kreuzigen lassen. Jo. Das war ein bisschen blöd von den Piraten, dass er wusste, wo sie sind. Naja, gut. Wir werden jetzt hier mal weitergehen. Das ist unser Kaiser. Und die Stadt ist leer. Das ist wunderbar. Dann werden wir die Stadt mal wieder erobern. Oder die haben wir noch nicht erobert. Das kann sein. Gladiatoren. Essen und Jupiter. Die da bleiben so. Pessinus. Genau, die bleibt auch so. Der geht dann zurück nach Festus. Warte aber, Gewaltmarsch, weil ich will nicht, dass die hier den irgendwie nahe kommen. Wobei, ja, das hätte ich noch geschafft. So, du ruderst bitte ganz normal. Du ruderst nach da. Genau. Gut. Bei dem Britannienfeldzug, das wird 50. Genau, 51 ist die Landung von England. Das werden wir da nochmal klären, weil England war natürlich ein, ja, nicht ganz ein optimales Ziel, aber es hatte ein paar wichtige Bodenschätze. Und das hat natürlich Herr Caesar vor allem wegen der Politik gemacht. Also er wollte, dass die große Insel dem Reich einverleiben und dann eben nach Rom zurückkehren und dann ja, Kaiser oder Diktator werden. Er hat hier Britannien natürlich nicht erobert. Er wurde ja, gefährlich geschlagen. Aber er hat es halt trotzdem, also auch ohne den Sieg, ist er halt nach Rom zurückgekehrt und hat halt einen riesen Bürgerkrieg ausgelöst. Das war auch nicht so optimal für ihn. Aber es war dennoch möglich. Also 51 war die erste Landung in Britannien, wurde eben niedergeschlagen von von einem. Oh, wie heißt das nochmal? Das Volk. Das war ein Caligula. Ja, weiß ich nicht mehr. Das schaue ich dann nach, wenn wir da landen. Und genau, er ist nämlich dann wieder gegangen. Und erst 100 Jahre später, unter dem Kaiser,
Nero, glaube ich. Nee, Nero war nach ihm. Ah, verdammt. Ah, damn it. Okay, ich und Namen. Entschuldigung. Genau. Der hat es dann auch für politische Zwecke genommen, benutzt und hat Rom, genau, Rom hier hingeschickt und sie sollten aufräumen. Das Lustige war, Claudius Caesar, genau. Das Lustige war, die Römer sind hier gelandet, haben kaum Widerstand bekommen und waren echt überrascht, weil Rom, Caesar, Entschuldigung, hat in seinen Memoiren oder in seinen Büchern eben geschrieben, dass dass die Invasion von richtig viel feindlichen Beschuss ins Stocken geraten ist und dass die Germanen bzw. die Briten mit Streitwegen ja, die ganzen Formationen platt gemacht haben und so weiter. Und die haben nur unter mit Riesenblutzoll die Briten geschlagen und konnten hier ein bisschen rumoren, wurden dann aber vollständig geschlagen und mussten fliehen. Und das war bei der zweiten Invasion, eben 43 nach Christus, war es eben nicht so. Also beziehungsweise 43 haben die Römer das schon relativ groß geschlagen. Ich glaube, 45 war die Landung und 43 waren sie in hier Camulodunum. Genau. Und das wurde von den Ikenern gehalten und die Ikener waren ja, Verbündete von den Römern. Oder waren Vasallenstaat dann. Vasallenstaat. Und genau, und dann kam eben der Kaiser hoch, Claudius, und hat den feindlichen Feldherrn also geschlagen, beziehungsweise, also Claudius war eigentlich nur Zuschauer und hat sogar fast ja, zum Untergang der drei Legionen beigetragen, aber er hatte halt ja, sehr gute Generäle, die wirklich das Ganze dann retten konnten. Und genau, dann ist er nach Hause gegangen, nach Rom, und hat einen Triumphzug gemacht und gesagt, ja, Britannien ist jetzt besiegt. Aber das hat noch sehr lange gedauert und wurde nie wirklich besiegt. Also, ihr kennt bestimmt den Hadrianfall. Der wurde. Warte. Hadrianfall wurde hier. Genau. Hier gezogen. Also, und das. Der Hadrianswall wurde 78 gebaut. Und, naja. So 45, 43. Ungefähr war die. Nee, oh. Ich bin ja ein Idiot. Ich war noch. 45. Ist ja nach 43. Ich war gerade noch vor Christus, dann ist ja 43 nach. Oh Mann, gut, also 43 ist die Landung und ja, 78 ist dann der Bau. Also ja, fast 40 Jahre hat dann der Feldzug noch wirklich gedauert. Gut, so viel dazu. Also es gibt noch ein bisschen was Historisches zu erzählen, aber naja, ist halt Rom. Gut, Nahrung, öffentliche Ordnung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Steuersatz auch nicht unbedingt. Wir machen mal politische Partei, damit die nicht so rumoren. Gut, wir haben noch ein bisschen was hier offen, aber ich glaube, das sind alles nicht unsere. Wir sind Türkis, ja, genau. Okay, Junior sind ein bisschen groß. Junior. Hier.
Ah, ja, okay. Deswegen sind die sehr groß. Der hat noch eine ehrgeizige Ehefrau. Das ist immer das Coole, wenn wirklich die eigenen Generäle dann, die man hochpusht, Richtung Feind gehen. Das ist zum Beispiel auch. Entschuldigung. Das ist zum Beispiel auch eine Stärke von Three Kingdoms. Man kann zum Beispiel auch Generäle oder Agenten von sich. Also Agenten in. Die haben jetzt nicht den getötet. Die haben den getötet. Oh, Kusch, du bist sowas von tot. Mein Herr bietet euch Frieden. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Weitere Qualen? Ja. Na gut. Dahin will ich sowieso nicht. Oh Mann, jetzt hat der Kusch mir echt. Genau, also Three Kingdoms. Es gibt keine Agenten mehr. Was ganz gut ist, aber es gibt halt keine Denkt Scouts. gut über dieses Angebot nach. Mein Volk erwartet eure Annahme. Wenn euch Athene beisteht, wird es seinen Wunsch erhalten. Nein. Gut, genau. Three Kingdoms. Man kann dem. Sehr schön. Man kann dem Feind. Man kann dem Feind Generäle geben. Und die quasi ein bisschen hochpushen, beziehungsweise. Alter, die wird ja ein bisschen in die Mangel genommen, ja? Genau, beziehungsweise, ja, dein Gegner kann Leute von dir rekrutieren, ohne dass es weiß. Und wenn er dann zum Beispiel, keine Ahnung, Kaiser wird von ihm, dann bekommst du irgendwie sein Land. Irgendwie, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber. Warte, so gut ist, oder? Okay, das ist ganz gut. Ja, okay, doch. Passt. Hauptsache, es ist einer von mir. Okay. Für alle Einheiten Angriffsbonus. Das ist immer gut. Moral, ja. Schüsse. Ja, doch. Ich mach die Schüsse. So. Ja, bla bla bla. Der hat jetzt wirklich den General. Kann ich euch behilflich sein? Mein Name ist. So. Gut. Also, ja, da unten werde ich eigentlich nur noch oder erst, Genau, Ägypten ist 78. Also, nächstes Jahr, okay. Dann gehe ich mal hier hin und plündere ein bisschen. Hier habe ich eine Armee gesehen. So, du gehst jetzt mal in normalen Modus. Ja, mache ich automatisch. So, dann du wirst den mal kicken. Du.
Hier habe ich halt, habe ich, kann ich hier noch einen Agent machen? Ja, kann ich. Okay, mache ich den. Die geht dann scouten. Du bekommst nichts. So, gut. Dann machen wir hier mal jetzt ein bisschen Futter noch. Also Futter ist halt immer wichtig. Also lieber viel zu viel als gar nichts mehr. Forschungsrate. Weil gar nichts ist halt wirklich... Also, ja, wenn ihr gar keine Nahrung mehr habt, das kann euch halt, ja, richtig in die Knie zwingen. Habt ihr ja bei mir gesehen. So. Gut, hier nochmal zusammen und bam. Gut, upp. Das ist halt, ja, wenn das Spiel schon so weit fortgeschritten ist, dass man mehr oder weniger unendlich Geld hat, das ist dann auch schon bisschen schwer dann, ehrlich gesagt, wieder in andere, das ist gut, in andere Spiele reinzukommen. Ja, so hier ist die Verwundung gut. Moral ist hier gut. Aber ich mach mal die Verwundung. Gut, der bekommt auch schon hier das da. Genau. Ich geh mal daneben. Ja, aber kann er noch nicht. Okay, alles klar. So. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal... Ah, genau, also noch mal ein bisschen weiter hier. Gut. Ah, der hat noch. Uiuiui. Kampfgeist ist auch super. Hier Level 3. Angriffs. Plus 30% Angriffsbonus ist halt richtig toxic. Ist richtig gut. Kriegsschreiber Level 3. Auf in die Schlacht. Ja. Das, das Problem ist, dass er schon richtig alt ist. Der ist schon 61 leider. Da müssen wir auf jeden Fall mit ihm nochmal eine Schlacht kämpfen. Ah, da gibt es ja noch eine große Armee. Das ist ja schön. Die Frage ist, warum er da ja, westlich vom Nil hochgeht, wenn östlich meine Armee steht und ihm... Frieden ist kein leichtfertiges. Ja, dann, ja, mache ich auch nicht. Genau, und wenn ich mit der Fullstack-Armee und seinen zwei anderen Heinis meine Armee im. Frieden ist. Im Osten angreift. Hm. Wahrscheinlich sind es auch wieder diese Sklavenarmeen, die nicht wirklich was reißen.
Das ist immer so eine Frage. Karthago. Galeka. So, Karthago wurde ja ja eigentlich besiegt. Galeka. Ich kann halt leider nicht die Karte anschauen. Oder? Nee. Ich kann gar nichts machen. Ich gehe auf die Seite. Ich gehe auf gar keine Seite. Das heißt, wir sind im Krieg. Aber die haben Krieg angefangen. Das heißt, eigentlich muss ich... Ach, das waren die Spanier. Ach so, das waren die Spanier. Gut, also, diese Schlacht machen wir nächste Runde. Das Problem ist, da ist meine Waffenschmiede. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Say yeah.